dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir wollen natürlich wieder unser Wohnfutter erweitern. Heute kommt natürlich ein weiteres schickes Einfamilienhäuschen. Es bietet wieder genügend Platz, um sich in Minecraft wohlzufühlen. Und wenn du natürlich, sag ich mal, dir auch dabei bist, in deiner Stadt ein Wohnfutter aufzubauen, guck mal in unserer Infobox nach. Da habe ich dir mal alle Baustools so ein bisschen verlinkt von unseren besten Häusern, die man sich, sag ich mal, in seinem Wohnfutter platzieren kann. Aber wir wollen natürlich heute dieses schicke Häuschen bauen. Von daher Block in die Hand, auf geht's. Für unser schönes Häuschen holen wir uns einfach mal ein bisschen hellgrauen Beton raus. Weißer Beton begleitet uns, grauer Beton, denn ein bisschen glatte Quarzstufen, dafür nochmal die Treppen. Denn polierte Schwarzstein-Ziegeltreppen sind dabei, ein bisschen glatte Steinstufen holen wir uns raus. Und für unsere Fenster nehme ich einfach mal heute das schwarze Glas und natürlich auch davon die Glasscheiben. Also Blöcke wie Glasscheiben begleiten uns heute. Die Farbe liegt natürlich wie immer bei euch, kommt darauf an, aus welchem Material natürlich ihr euer Häuschen baut. Bevor man da überhaupt sich die Farbe bestimmen kann, kommen wir erstmal zum Grundriss. Dabei nehmen wir jetzt einfach mal unseren hellgrauen Beton und ziehen jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke. Sobald wir 20 Blöcke haben, geht es einmal an den Seiten noch nach hinten weg. Da setzen wir jetzt erstmal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier dann aber auch 20 Blöcke. Auf der gegenüberliegenden Seite wollen wir es mal nicht so weit nach hinten ziehen. Da setzen wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 weitere Blöcke ran. Also hier haben wir 18 Blöcke, also 2 Blöcke weniger, als wir es auf der anderen Seite haben. Ja, dann müssen wir die beiden Seiten nur noch verbinden. Die haben so einen kleinen Knick drin. Da fange ich wieder auf der Seite an, die ein bisschen weiter hinten ist und setze hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir jetzt hier eine 9er Fläche, gehen dann einfach 2 Blöcke nach vorne weg und können es dann zur Seite ziehen und haben es dann perfekt verbunden. Jetzt wollen wir natürlich nochmal unsere Vormarkierung machen für die späteren Zwischenwände. Wir fangen am besten auf der Vorderseite an. Wir lassen dann zu der Seite einfach mal insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz, setzen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke eine Strebe halt so raus. So, wir bleiben gleich dabei, gehen einmal zur Seite weg, einen Block Platz lassen, 4 Blöcke hinsetzen. Darüber können wir einen hinsetzen, einmal freilassen für eine spätere Tür und wieder einen hinsetzen. So, hier auf der Fläche setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Nö. Sobald wir das haben, wollen wir dann ja, hier gleich mal weiterziehen, 2 Blöcke Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hinsetzen, haben hier noch 3 Blöcke Platz. Dann gehen wir einmal wieder nach vorne weg, um die letzte Strebe uns hier zu ziehen. Wir lassen einfach auf der einen Seite einen Block halt da und dann 1, 2, 3 hin, 2 freilassen und 1, 2, 3 nochmal platzieren. So, weil wir natürlich unser Häuschen jetzt einmal natürlich auf unseren Boden setzen, das heißt, ihr könnt jetzt hier einmal euren Boden reinziehen. Wenn ihr nicht wisst, welche Farbe der haben soll, dann nehmt irgendein anderes Material. Ich glaube, ich werde ja nicht unbedingt jetzt das nehmen, was ihr hier seht, dann nehme ich dann einfach meinen ja, grauen Beton ganz normal. Aber bevor ich den jetzt natürlich mir platziere, möchte ich mir jetzt hier drauf natürlich noch meinen weißen Beton platzieren für die Farbe von unserem Haus. Und da kannst du natürlich jetzt auch gerne jede andere Farbe nehmen. Das ist jetzt einfach nur mal der Musterbau. Und dann setzen wir jetzt komplett einmal auf unseren grauen Beton viermal, ups, einmal zu viel, so viermal einfach den weißen Beton hier einmal rauf. Nachdem wir dann unsere Wände hochgezogen haben, könnt ihr gleich noch im Anschluss immer über eure Bögen, die wir ja eigentlich frei haben, einfach die letzte Schicht hier noch einmal zuziehen. Das habe ich ja eigentlich so gut wie bei jedem Raum gemacht. Außer, sage ich mal, jetzt hier soll ja später die Küche entstehen. Da lassen wir das offen. Man kann aber gerne auch hier einen Träger reinbauen. Komm, wir machen es einfach mal, bauen da einfach einen Träger rein. Gut, dann wollen wir jetzt als nächstes natürlich hier einmal uns den Boden reinsetzen. Was ihr dann natürlich nimmt, hängt ja ganz davon ab, wie ihr euch das einrichten wollt. Da könnt ihr euch jetzt schon gerne Gedanken machen. Andernfalls, ich mache jetzt erstmal einheitlich, erstmal alles hellgrau. Man kann ja den Boden später wieder austauschen. Das ist ja einfach nur, dass wir hier überhaupt einen Boden drin haben. Wenn wir es geschafft haben, unseren Boden einmal reinzusetzen, ist ja an sich ja egal, welche Farbe der jetzt erstmal hat. Kommen wir dazu jetzt die Decke reinzuziehen, um dann natürlich das nächste Stockwerk draufzusetzen. Als Deckenfarbe empfehle ich euch ganz einfach unsere Quarzstufen. Die setzen wir oben einfach mal ran. Wir müssen aber nicht unbedingt, sag ich mal, die komplette Fläche ausfüllen, denn wir haben ja, sag ich mal, noch später den Sinn, uns eine Treppe nach oben zu zeichnen. Da können wir, sag ich mal, hier oben im Flurbereich so um die 5 Stufen hier nochmal weghauen auf eine 2er Breite. Passt ja perfekt in diesen Winkel rein. So, aber zur Treppe kommen wir noch nicht. Wir wollen natürlich jetzt das nächste Stockwerk raufbauen. Dabei nehmen wir jetzt nicht mehr unseren hellgrauen Beton, um uns das vorzuziehen, sondern gleich mit dem weißen Beton. So, wie fangen wir am besten an? Ich würde sagen, Vorderseite ist immer ganz praktisch. Oder wartet mal, nee, wir machen nicht die Vorderseite. Wir kommen erstmal zu beiden Seiten, würde ich sagen. Wir bauen auch zuerst, würde ich mal sagen, auf der linken Seite uns das hoch. Da fangen wir erstmal so an, weil wir haben ja, sag ich mal, nicht unbedingt jetzt hier so eine perfekte Mitte drin, weil wir ja später hinten ein bisschen weiter runtergehen. Das heißt, wir fangen jetzt auf der Seite an.
dass wir hier drei weitere Blöcke hochsetzen. Und auf der anderen Seite, ups, warte mal, wir müssen es ein bisschen anders machen. So, also auf der Vorderseite machen wir drei und hinten machen wir insgesamt vier. So, vier Blöcke. Gut, dann haben wir das schon mal hier geklärt auf der Seite und danach geht es eigentlich so weiter, dass wir uns das jetzt hier hochziehen wie eine Pyramide. Also vorne drei und dann geht es halt weiter mit einer Pyramide und hinten haben wir halt diese vier Blöcke extra. Ne? Und dann geht es hier auch weiter mit einer Pyramide. So, dann können wir es hier einfach ganz normal nach oben ziehen. Wunderbar, dann sind wir hier einmal bei der Spitze. Ihr seht es, es ist nicht ganz, sag ich mal, die Mitte, weil wir ja hinter, also später das Dach hier hinten noch ein bisschen weiter runterziehen, ne, damit wir da ja was haben für unsere Terrasse später. So, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, wollen wir es natürlich auch einmal hochziehen. Da machen wir es jetzt vorne natürlich genauso wie auf der anderen Seite, dass wir hier insgesamt drei weitere Blöcke uns platzieren. Und auf der Rückseite machen wir jetzt nicht vier Blöcke, weil wir ja, sag ich mal, hier hinten ja zwei weitere Blöcke noch rausgegangen sind. Das heißt, hier machen wir einfach nur zwei weitere Blöcke hin. So, die Mitte, die können wir dann erstmal so hochziehen, ne, dass wir halt vorne diese drei Blöcke haben, überstehen und hinten die zwei und formen den Rest dann ganz normal zu einer Pyramide zusammen. Oben angekommen, kann man es gerne noch einmal überprüfen, ob wir auch richtig liegen. Ich nehme jetzt einfach mal meinen grauen Beton, guck mal, so, ziehen wir mal rüber. Jawohl, ne, ihr seht, das geht perfekt auf und haben alles richtig gemacht. Ich lasse auch oben gerne mal diesen Stamm mal da, dass wir auch sehen, dass alles richtig ist. Wir können auch hier noch, zack, auf der anderen Seite, auch nochmal hier, zack, gleiches Maß mal mitziehen, ne? Diese zwei Blöcke und dann hier diesen Dreier. Aber hier vorne können wir es auch gleich einmal zuziehen. Passt das hier schon mal gleich. Ich habe ein bisschen überlegt, wie wir uns das jetzt im nächsten Stockwerk machen wollen. Ich habe mir das Ganze schon ein bisschen vormarkiert, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Wir fangen natürlich jetzt so an, uns erstmal wieder die Wände zu zeichnen. Ich habe hier schon oben drauf gleich mal den nächsten Boden gesetzt. Einfach jetzt, sage ich mal, hier auf unsere Quarzstufen schon alles mir hier vorgemarkert. Wir fangen jetzt am besten auf der Vorderseite an. Hier können wir eigentlich erstmal eine weiße Betonreihe uns langziehen. Ne, die machen wir jetzt erstmal komplett zu. Dann haben wir natürlich hier unsere ganzen Stufen. Und auf der Rückseite können wir auch hier komplett einmal unsere weiße Betonreihe langziehen. Und die ziehen wir auch komplett einmal rüber bis wirklich zur anderen Seite, dass wir dann hier natürlich noch eine Einerfläche frei haben. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen Luftraum. Kann man nutzen, um sich später da was reinzubauen in die Wand, wenn man möchte. Aber ansonsten ist das die Luftraum. Die restliche Fläche hier auf unseren Stufen, die ihr habt, könnt ihr dann einmal erstmal befüllen mit irgendeiner Bodenfarbe. Bei mir ist es immer noch dieser graue Beton. Ihr könnt es auch einfach freilassen. Wenn ihr es freilassen wollt, dann kommen wir jetzt dazu, natürlich mit unserem weißen Beton jetzt alles reinzuzeichnen. So, da fangen wir auch am besten auf der Vorderseite an. Wir lassen dann hier an sich fünf Blöcke Platz. Und dann schlagen wir 1, 2, 3, oder halt anders gesagt, wir lassen hier fünf Blöcke Platz und setzen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hier einmal hin. Dann haben wir natürlich jetzt hier unsere freie Fläche, wo später die Treppe hinkommen von zwei Blöcke. Und auf der anderen Seite machen wir auch nochmal 6 Blöcke einfach mal hier hin auf unsere Stufenreihe. Dann hier ganz oben können wir einmal zur Seite gehen. Einen Block freilassen, wieder zwei hinsetzen. Dann gehen wir nach oben und setzen 1, 2, 3, 4 Blöcke hier einfach mal hin. Lassen einer überstehen und können hier nochmal 5 Blöcke einmal zur Seite ziehen. Und das sollte auch perfekt denn hier die Mitte sein. Ja, können wir nochmal gucken, wunderbar. Ja, dann ziehen wir uns natürlich noch die anderen Wände. Dann lassen wir hier wieder einen Block frei, setzen uns 3 Blöcke hin. Können in der Mitte das hier einmal nach oben ziehen. Dann haben wir hier schon eine Verbindung drin. Wieder einen Block freilassen, 2 hin, 2 nach vorne. Und hier bei dieser Dreiermitte ziehen wir das auch wieder einmal zur Seite hin. Und auch auf der anderen Seite sollte es dann perfekt in der Mitte sein. Und wenn das so ist, könnt ihr jetzt gerne natürlich euren Boden reinfüllen, wenn ihr wollt. Bei mir bleibt es halt beim grauen Beton. Ja, und dann kommen wir schon dazu, natürlich die Wände uns auch hochzuziehen. Jetzt müssen wir natürlich wieder darauf achten, dass wir das natürlich nicht höher ziehen, wie wir es an den Seiten haben. So, Rückseite können wir natürlich hier einmal schön hochziehen. So, wunderbar. Ne, so weit es halt geht an den Seiten. Also das wären jetzt hier jetzt einfach mal 3 Blöcke. Vorderseite machen wir auch erstmal, dass das erstmal tüffig ist. Da gibt ihr das mal schon mal super vor. Und die Zwischenwände ziehen wir eigentlich auch alle jetzt hoch. Wir machen es an sich nicht höher als unbedingt 4 Blöcke. Aber weil wir jetzt, sag ich mal, hier bei diesem Haus keinen Dachboden haben, ziehen wir die Wände wirklich genauso hoch, wie, sag ich mal, uns das hier so vorgegeben wird. So, ne, so weit wie es geht, zieht es einfach nach oben. Nach getaner Arbeit sollte das Endprodukt denn erst einmal so aussehen, ne, dass wir uns die Wände hochgezogen haben. Ihr brauchtet die nicht wirklich unbedingt bis einmal unter das Dach ziehen, weil wir wollen die ja nicht so komplett machen, die Decken innen drin. Dann wollen wir natürlich jetzt hier einmal nochmal die Zwischenseiten hier einmal zuziehen, ne, wo, sage ich mal, später unsere Türen reinkommen. Da lassen wir unten immer, sage ich mal, so einen Abstand von 3 Blöcke. Das reicht völlig aus. Wenn wir das denn hier soweit hochgezogen haben, wollen wir auch anfangen, jetzt natürlich hier einmal die Decke uns reinzuziehen. Und wo können wir anfangen? Ja, eigentlich in jeden Raum, wie wir möchten. Ich sage einfach mal, wir fangen auf der Vorderseite an. Ja, hier wäre dann, sage ich mal, oben ein Badezimmer. Das heißt, jetzt hier nehmen wir einfach mal unsere Quarztreppen, drehen die natürlich einmal um und setzen die nach oben. Es ist jetzt Geschmackssache. Es ist natürlich möglich, dass du es komplett bis nach oben machst, ist jetzt aber nicht nötig.
Ich würde sagen, wir machen das so weit hoch, dass wir am Ende, muss ich selber erstmal hier einmal gucken. So, ich nehme mal kurz einen Markierblock. Also 3, 4, 5, 6, 7. Ha, guck mal, das geht ja perfekt auf. Also ich würde sagen, dass wir das so machen, bis wir zum siebten Block kommen. Und am siebten Block könnt ihr dann hier einfach eure Stufen hinsetzen. Den Rest füllen wir einfach natürlich dann hier einmal mit den Treppen einfach aus. Bei der Decke ist natürlich viel Spielraum gegeben. Ihr könnt natürlich auch machen, dass die Treppen komplett schräg hochgehen, ne, so weit wie es geht. Ihr könnt aber auch das Dach, was heißt Dach, die Decke auch tiefer stellen. Wenn ihr meint, ihr wollt nicht so hohe Decken haben, dann könnt ihr es auch immer noch runtersetzen. Alles möglich, ne? Also das kann man sich halt, wie gesagt, immer noch anpassen. Bevor wir, sag ich mal, zum Flur kommen, mache ich einmal noch hier das Elternschlafzimmer fertig. Das heißt auch hier, gleiches Spiel, dass wir die Treppen uns hinsetzen. Und wie gesagt, ab dem siebten Block setzen wir dann da weiter die Stufen hin. So, in meinem Fall wäre jetzt der siebte Block, sag ich mal, ja, einer niedriger ist, was ich hier habe. Ne, eigentlich auch bei mir gut zu merken. Aber es kommt darauf an, wie hoch du das gezogen hast, am besten immer zählen, ne? Oder einfach gucken zur anderen Seite, ne, wo wir das hier haben. Ne, da kann man auch gleich sehen, wo ist denn hier bei mir die siebte Reihe. Gut, dann lassen wir den Flur immer noch in Ruhe und kommen jetzt mal zur Rückseite. Hier haben wir eigentlich auch das genau gleiche Spiel, ne, dass wir uns hier auch unsere Treppen hinsetzen und ab dem siebten Block machen wir dann die Stufen hin. Wunderbar, dann bleibt natürlich noch das zweite Kinderzimmer. Da wollen wir das natürlich auch nochmal machen. Wenn wir das denn soweit haben, kommen wir natürlich jetzt auch noch zum Flur. Den wollen wir natürlich auch noch fertig bauen. Hierbei machen wir uns das jetzt aber nicht so hoch, wie wir das in den anderen Räumlichkeiten haben. Weil das ist natürlich jetzt hier, wo wir jetzt, sage ich mir, nicht nur eine komplette Schräge haben auf einer Seite, sondern wir kommen ja hier oben auch in einen anderen Bereich. Würde ich sagen, dass wir hier oben das Ganze nicht so hoch setzen. Da machen wir es genauso, wie wir unten haben. Ab der vierten Blockreihe setzt ihr da einfach eure Stufenreihe hin. Anders sieht es natürlich jetzt hier aus im Flur. Ihr könnt euch das gerne, sag ich mal, variieren, wo ihr eure Treppen ansetzen wollt. Am besten geht ihr einfach hier oben von unseren Stufen aus und dann könnt ihr einfach gucken, wie das, sag ich mal, hier so lang geht. Ah, das würde schon mal nicht passen. Oh, warte mal, anders. Erweitern wir das mal hier um noch zwei weitere Stufen. Und dann gehe ich hier mit meinen Treppen runter. Also ihr könnt es anpassen, ne, variieren, indem ihr hier noch ein bisschen weiter zurückgeht. Wir könnten um, ja, noch zwei weitere theoretisch das noch strecken, wenn wir wollen. Aber ich gehe mal davon aus, das reicht. Wir können es auch immer noch verkürzen, wenn wir wollen, ne. Also da kann man viel anpassen mit der Decke. Sodass am Ende natürlich jeder seine eigene Variation hat von seinem Häuschen, ne? Wie man sich das hier natürlich innen drin anpassen kann. Aber dann sind wir innen drin jetzt erstmal fertig mit der Decke. Kommen wir jetzt einmal draußen dann nochmal hin. Und da kann man hier unten im Flurbereich auch gleich schon mal hier, zack, unseren Durchgang mal schlagen, dass wir natürlich auch einmal rauskommen. Das wird ja sowieso später unsere Tür werden. Wir wollen jetzt natürlich oben alles einmal verkleiden. Dabei nehmen wir jetzt einmal unsere Schwarzstein-Treppen mal zur Hand. Ich denke mal, das ist ganz einfach, wie wir das Dach natürlich hier verkleiden wollen. Wir wollen unsere Treppen natürlich pyramidenartig einmal raufsetzen und natürlich auch gleich einmal überstehen lassen. Das spart uns natürlich nochmal den nächsten Schritt, wenn wir es natürlich verstärken wollen. Die Treppen setzen wir halt komplett bis oben einmal hin. Ganz oben in der Mitte setzen wir glatte Steinstufen einfach mal hin. Und dann geht es natürlich zur anderen Seite ein bisschen runter. So, wir wollten natürlich jetzt hinten ein bisschen weiter runter gehen. Das heißt, jetzt hier gehen wir mal, würde ich sagen, um die vier Treppen weiter runter. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Wunderbar, das passt. Die können wir dann natürlich einmal zur anderen Seite ziehen. Würde ich jetzt aber nicht zu doll machen. Also da würde ich sagen, ihr seht ja, wo ihr, sage ich mal, hier das andere Stück ein bisschen hervorsticht. Dabei würde ich sagen, belassen wir das dann auch. Ihr könnt natürlich dann hier, zack, sobald das hier anstößt, natürlich einmal rüberziehen. Aber die erste Reihe, so wo es hier anfängt, die lassen wir natürlich überstehen. Die ziehen wir jetzt hier nicht mit. Weil, ja, ich sag mal, hier wird ja hauptsächlich unsere Terrasse sein und nicht auf der Plattform da. Na gut, andere Seite müssen wir natürlich hier einmal nachziehen. Also wir ziehen jetzt hier das komplett einmal rüber, das Dach. Bei mir sitzt das Dach jetzt oben schon mal drauf. Wir wollen es natürlich noch verfestigen. Aber bevor wir dazu kommen, nehmen wir noch einmal unsere glatten Steinstufen zur Hand und können ja schon mal unsere Regenrinnen, sag ich mal, hier noch einmal dran platzieren. Das machen wir immer an der letzten Reihe hier von unseren Treppen, dass wir darunter einfach nochmal unsere Stufenreihe hier einmal platzieren. Sobald wir das natürlich dann auch auf der Vorderseite denn hier erledigt haben, kommen wir dazu jetzt an den Seiten noch ein bisschen das zu stabilisieren. Dabei nehmen wir jetzt einmal erstmal unseren weißen Beton zur Hand. Und wir fangen auf der Vorderseite an, hier einfach einen weiteren Block ranzusetzen. Natürlich auf der Synchron auf der anderen Seite ziehen wir es auch einmal rauf. So, zack, Block ran. Ganz oben gesehen lassen wir einfach mal drei Treppen Platz und setzen hier dann, zack, auch wieder mal so einen weiteren Block hin. So, andere Seite wollen wir es natürlich auch verstärken. Nicht vergessen, genau das gleiche Spiel. Gleiches Maß, wie wir es gerade eben schon hatten. Oben drei Treppen, zack, und den Block hin. So, unter allen anderen Treppen nehmen wir natürlich dann wieder unsere Treppen und stabilisieren es damit. Wir sind natürlich jetzt auch hier angekommen, wo wir dann, sag ich mal, dieses kleine Vordach haben. Hier können wir natürlich auch einmal komplett alles einmal darunter
stärken, dass es hier bei uns natürlich nicht zusammenfällt. Und wenn wir hier fertig sind, geht es natürlich gleich weiter auf der anderen Seite, denn hier müssen wir auch noch unsere Treppen einmal untersetzen. Man könnte schon fast sagen, wir sind jetzt mit dem Dach fertig, aber wir wollen natürlich auch noch ein paar weitere Dachfenster einbauen. Die werden sich auf der Vorderseite wie Rückseite komplett ähneln, von daher immer gleiches Maß. Wir fangen einfach auf einer Seite an, ist egal auf welcher Seite. Wir lassen oben einfach mal, ich nehme jetzt, würde ich sagen, einfach mal auch einen Markierungsblock. Also wir zählen mal 1, 2, 3, 4 Treppen. Fünfte Treppe wäre dann hier, markieren wir. Und zur Seite lassen wir auch nochmal 4 Treppen Platz. Wunderbar, passt hier perfekt. Und dann schlage ich mir einfach hier, zack, so ein Viererfeld einmal rein. Am besten von oben ist es gut zu sehen. So, hier können wir dann einmal unsere Treppen weghauen. Nehmen dann mal einfach mal unsere Glasblöcke und setzen hier einfach mal zweimal unsere Glasblöcke einfach mal ran. So, sieht das dann erstmal aus. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Ne, wir müssen gucken, wo passt das. Also wir haben hier schon mal 4 und oben müssten wir auch 4 haben. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Zack, dann schlagen wir hier 4er-Felder rein. Nehmen unsere Glasblöcke, setzen hier den ersten, ja so 4 rein und dahinter, zack, hier auch nochmal. Ne? Wir setzen auch immer schon unten einmal Treppe an, dass es ja alles so passt. So, haben wir das auf der Vorderseite fertig, machen wir synchron auch nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt hier beim letzten gehe ich auch gleich einmal rein in unser Häuschen hier, so. Wunderbar, denn innen drin wollen wir es auch nochmal ein bisschen anpassen, wenn man möchte. Aber ich glaube, ja, man kann es halt so machen, dass wir hier oben statt einer Treppenreihe hier einfach noch eine Stufenreihe uns ansetzen. Das ist der einzige Austausch, den ich euch empfehlen würde, aber es ist auch Geschmackssache. Vielleicht gefällt dir das, wie es jetzt ist, ne? Oder du sagst dir, nee, hier oben will ich doch nochmal ein paar Stufen mehr einsetzen. Dann sind wir erstmal mit dem Dach fertig, kommen wir jetzt einmal unten zu. Wir wollen natürlich auch hier noch weitere Fenster uns einmal reinsetzen. Dabei nehmen wir jetzt natürlich unsere Glasscheiben zur Hand. Wir können natürlich gleich auf der Vorderseite beginnen. Ich habe mir das ja hier, ups, muss ich mal einfliegen, so, hier einmal ja schon freigehauen. Hier haben wir auch super schon mal unsere Tür. Gleich einmal hier an der Wand dran könnt ihr hier dieses 2x3 Feld euch platzieren. Bei der Seite könnt ihr ruhig eine Blockreihe Platz lassen und einfach nochmal hier, sag ich mal, so 2x3 weghauen. Und hier setzen wir dann einfach mal unsere Glasscheiben ran. Wir wollen natürlich noch zwei weitere Fenster hier einmal platzieren. Da würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal drei Blöcke davon zur Seite Platz lassen. Dann machen wir hier einfach mal ein 2x2 Fenster rein. Auf der anderen Seite lassen wir zwei Blöcke Platz und schlagen dann ein 2x3 Fenster rein. Da würde ich sagen, können wir auch gleich auf der Seite hier einmal abbiegen und bauen hier weiter. Bevor wir jetzt aber hier anfangen uns zu verzählen oder so, kommen wir einfach mal dazu, uns die Mitte mal zu suchen. Guck da einfach mal nach oben, ne, wo wir hier so ein bisschen die Mitte haben. Dann lasst ihr jeweils zur Mitte mal einen Block frei und dann schlagen wir jetzt hier einfach mal ein 2x2 Fenster rein und auf der anderen Seite mache ich mir einfach mal ein 2x3 Fenster mal so rein. Die wollen wir natürlich auch gleich mal mit unseren Glasscheiben hier einmal schön zubauen. Und darüber geht es gleich mal weiter. Wir lassen zwei Blöcke Platz und schlagen hier ein 2x4 Fenster einfach mal rein. Andere Seite ist natürlich genau das gleiche Spiel. Wenn wir das dann soweit haben, geht es jetzt weiter auf die Rückseite. Hier lassen wir einen Block Platz und schlagen einfach mal eine Einerreihe von drei Blöcken hier mal frei. Man kann es auch gerne noch erweitern, wenn man möchte. Ihr habt den Platz. Ne? Wenn ihr meint, ihr möchtet ein größeres Fenster haben, dann könnt ihr es immer noch erweitern. Ich lasse es aber nur auf einer Ding, weil ich möchte mir jetzt hier auf der Rückseite 2x3x3 Feld hier einmal freihauen und hier wieder auf der anderen Seite, zack, nochmal einmal drei Blöcke hier weghauen. Ne? Dass es, sag ich mal, synchron auf beiden Seiten gleich ist. Aber weil wir ja hier natürlich ein bisschen mehr Wand haben, kommst du darauf an, wie du es natürlich einrichten möchtest. Aber wenn du meinst, du brauchst doch ein bisschen mehr Glasfassade, kannst du es dir halt erweitern. Solltest du natürlich deine Fenster nicht erweitern, geht es gleich weiter, dass wir jetzt hier einfach mal zwei Blöcke Platz lassen und wieder so ein 2x3 Bereich freihauen. Das würde jetzt, sag ich mal, die Tür werden zu unserer Terrasse hinten, zum Garten. Da lassen wir uns das erstmal noch frei. Die Seite kann man sich gerne mit Fenster, ja, sag ich mal, basteln. Also wenn du hier so ein kleines Fenster haben willst, kannst du es machen. Aber ich lasse das Ganze hier einmal zu. Widme mich wieder hier zur anderen Seite. Und hier suche ich mir dann wieder einmal die Mitte so ein bisschen raus. Nehme kurz einen Hilfeblock. Wunderbar. Lass wieder einen Block jeweils frei. Schlag mir jetzt hier zur Seite ein 2x3 Fenster rein. Zur anderen Seite mache ich mir einfach nur ein 2x2 Fenster. Und darüber lassen wir wieder zwei Blöcke Platz. Und, ups, ich habe gesagt, zwei Blöcke Platz lassen. Und können dann hier wieder ein 2x4 Fenster uns reinsetzen. Soweit, so gut. Wir haben jetzt überall unsere Fenster drin. Kommen wir noch zu einer weiteren Sache. Wir haben jetzt natürlich ein schönes weißes Häuschen. Es kann natürlich auch eine andere Farbe haben, wenn du dich dazu jetzt entschieden hast. Da würde ich jetzt gerne noch eine Zweitfarbe ein bisschen mit einbringen. Ich habe mich jetzt entschieden, das natürlich ein bisschen dunkler noch dazu gestalten, weil wir ja, sag ich mal, hier das Ganze in Weiß haben. Und da werde ich jetzt hier ein paar Blöcke mal austauschen. Und zwar jetzt einfach hier auf der Vorderseite, dass ich mir jetzt hier, wo unsere Tür und so ist, einfach mal hier ein bisschen meinen grauen Beton noch einmal platziere. Wenn man, sag ich mal, sich jetzt sowas natürlich hier einmal macht, so ein paar andere Farberweiterungen, muss man auch innen drin ein bisschen aufpassen, denn hier
könnte man dann, sage ich mal, noch ein bisschen mehr sich anpassen. Ich sag mal, jetzt habt ihr das, sage ich mal, hier so schön glatt. Ihr könntet auch sagen, hey, jetzt habe ich hier ein bisschen grau und das finde ich ein bisschen doof, dass das dann hier im Weißen übergeht. Da könntet ihr auch, sage ich mal, so einen Abschluss machen, wenn ihr euch sagt, das geht dann hier ineinander so ein bisschen über. Ja, und dann kann man sich das hier so ein bisschen anpassen. Und ich finde, das sieht auch ganz schick aus. Aber nicht nur auf der Vorderseite möchte ich einen Farbkontrast haben. Auch an der Seite kann man sich das gerne machen. Und zwar hier bei unseren Fenstern tausche ich mir einfach mal das hier komplett einmal aus. Dadurch kriegen wir auch einen kleinen Farbkontrast ins Häuschen rein. Ihr könnt es natürlich gerne auf beiden Seiten machen. Ich habe mich jetzt entschlossen, das Ganze einfach nur auf einer Seite zu machen. Rückseite lasse ich einfach mal weiß, wie es ist. Man kann natürlich da auch gerne, sage ich mal, noch ein bisschen grauen Beton mit reinbringen. Oder auch komplett auf der anderen Seite. Aber, weil ich mir ja hier, sage ich mal, ja eine Auffahrt gebastelt habe mit, sage ich mal, noch hier so einem kleinen Carporn, brauche ich jetzt hier mir das nicht, sage ich mal, noch farblich zu ändern. Am Ende sind wir aber noch lange noch nicht. Wir holen uns noch ein bisschen abgezogene Schwarzeichenholzstämme mal raus. Am besten die natürlich ohne Rinde. Dazu natürlich die passenden Treppen. Und die Tür ist natürlich auch noch mit bei. Dann holen wir uns Hebel raus. Steinziegelmauern, Trichter, polierte Schwarzstein, Ziegelmauern. Ziegelmauern. Und davon nochmal die Stufen. Kommen wir mal erstmal zu den leichten Sachen. Das heißt, wir setzen unsere Türen einmal rein. Baumstämme ran. Natürlich unsere Treppen rein. Und die Tür einmal reinsetzen. Im Haus könnt ihr auch gerne natürlich, sag ich mal, auch gleich hier die Treppen und Türen überall einmal noch benutzen, um euch das hier alles natürlich schickele zu machen. Ja, das kann man hier einmal machen. Man kann auch noch, sag ich, nochmal die glatten Quarzstufen nehmen und unten über unseren Trägern hier auch nochmal ein paar weitere Stufen sich zu platzieren, ne, dass es doch ein bisschen stabiler ist und, sag ich mal, nicht zu hoch ist. Na, also ich glaube, das macht doch schon ein bisschen was her, wenn wir da noch ein paar Stufen untersetzen. Auf der Rückseite setzen wir natürlich auch noch hier einmal unsere Tür rein, dass wir natürlich auch zum Garten einmal kommen. Sobald wir das dann erledigt haben, müssen wir mal gucken, was können wir noch machen. Ich könnte mal sagen, wir werden jetzt erst einmal die Hebel verbauen. Ja, das ist eine gute Idee. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht vorne noch, sage ich mal, so ein kleines Vordach uns hier einmal so langziehen, so ein Extradach. Ne, einfach so, einfach vorne bei der Tür. Man kann auch gerne noch die Stufen nehmen, um sich, sage ich mal, hier oben das noch ein bisschen zu verfeinern. Bei unserem Dachfenster. Man muss es nicht machen, aber ich finde, das sieht irgendwie schicker aus und hebt auch das Ganze doch nochmal leicht hervor. Indem wir einfach hier vorne die Treppen noch ein bisschen austauschen. Ich befinde mich auch gerade noch auf der Rückseite. Hier möchte ich mir auch gerne noch mein Vordach ein bisschen abstützen. Da würde ich sagen, dass wir es jetzt hier einfach nochmal mit den Mauern ein bisschen erweitern. Wie tief ihr euch die Mauern setzt, ist natürlich jeweils davon abhängig, ob ihr euch jetzt, sage ich mal, hier noch eine Terrasse einmal anbaut oder ob ihr das einfach komplett nur bis zum Boden zieht. Nö, das kann ja jeder für sich bestimmen. Sonst haben wir ja auch noch die Steinziegelmauern und Trichter. Die habe ich mir ja gedacht, dass wir die jetzt hier oben noch mit unserer Regenrinne verbinden. Das kann man einmal natürlich auf der Rückseite machen und wie gleich auch auf der Vorderseite. Aber da reicht eigentlich, wenn wir das hier auf der einen Seite machen. Wir haben jetzt, sage ich mal, jetzt hier natürlich drei Blöcke mehr Platz. Ne, könnt ihr ja gucken, wo ihr euch das einfach hinsetzen wollt. Aber ich mache das einfach mal komplett hier am Rand. Ne, das ist so eine Spielerei für sich, wie ihr euch das natürlich versetzen wollt. Mir ist gerade aufgefallen, eine Sache fehlt uns noch. Und zwar holen wir uns einfach irgendwelche Treppen raus. Denn wir wollen ja innen drin ja uns auch noch die Treppe basteln, um natürlich nach oben zu kommen. Die machen wir uns ganz einfach. Wir setzen gleich hier vorne am Glas einmal an, unsere Treppen. Dahinter, gleich zur Befestigung, setzen wir noch ein paar Umgedrehte hin. Daran auch wieder ein paar Umgedrehte dran. Und dann geht es hier einfach glatt einmal nach oben. So, Treppenreihe um Treppenreihe geht es nach oben. Und ihr solltet sehen, wir können hier perfekt einfach oben ansetzen. So, wunderbar. Und sind schon oben. Aber mit diesen Treppen sind wir dann auch jetzt am Ende. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal zur Haustür, wie man sie natürlich ein bisschen gestalten kann. Ne? So fürs Auge noch. Wie man sich so ein bisschen optisch gestalten könnte. Da fangen wir natürlich gleich einmal in unserem schicken Flur an. Ist natürlich sehr hell. Ich habe natürlich mich hier mal wieder für einen Holzboden entschieden. Und im Flur eigentlich ganz einfach ein bisschen schlicht gehalten. Mal nicht zu doll zugemüllt. Ne? Wir können natürlich auch, sage ich mal, hier eine schöne Küche kommen. Ne? Mit Sitzecke und so. Ja, alles ganz schlicht. Ne? Mülleimer ist auch natürlich mit dabei. Von der Küche kommt man natürlich einmal hier in unser Esszimmer. Ne? Mit einer schönen Tafel. Ein paar Regale sind dabei. Dann haben wir hier natürlich noch unsere Fernsehecke mit einer schönen Couch. Und ich habe auch über der Couch mal ein Regal mir einfach mal angebracht, ne, damit es auch mal so ein bisschen passt. Ja, dann wollen wir natürlich noch einmal gucken, was haben wir hier unten noch für weitere Räumlichkeiten. Und natürlich einmal das erste Badezimmer mit zweimal Waschbecken. Ne, Luxus pur, man kennt's. Dann haben wir natürlich auch noch unten eine kleine Abstellkammer. Ne, kann man ja irgendwelche Sachen reinstellen. Kleine, ja, so ein kleines Lager kann man sich hier basteln. Ja, dann wollen wir natürlich noch einmal nach oben gehen. Gucken wir uns mal an, wie es hier oben aussieht. Wir haben hier wieder einen schönen Flurbereich. Hier zur Seite geht es einmal gleich in das größere Badezimmer. Da haben wir auch eine schöne Badewanne. Ich habe diesmal auf eine Dusche mal verzichtet. Ich denke mal, eine Badewanne ist ja auch ein bisschen was Schönes. Ne? Kann man ein bisschen mehr entspannen als in der Dusche. Ja, wieder zwei Waschbecken und alles. Ja, halt Badezimmer, wie man es kennt. So, dann gehen wir ins erste Kinderschlafzimmer. Hier von der Tochter.
Auch hier wieder ein paar Klamotten auf dem Boden, ne? Die müsst ihr ja auch mal wieder aufräumen. Guck mal, die hat ja auch ein Tagebuch. Hier, Make-up-Tisch oder man könnte auch einen PC oder sich was hinbasteln, aber ich habe diesmal ein bisschen drauf verzichtet. Halt ein bisschen schlichter hier, ne, Regale und sowas kann man sich ja überall noch ein bisschen hinbasteln. So, dann gehen wir gleich mal ins nächste Kinderzimmer. Hier habe ich mich mal entschieden, dass hier ein paar Zwillinge wohnen und ja, halt so ein Kinderspielzimmer, ne, vielleicht hier so ein paar Pokale oder sowas sie gewonnen haben. Kleiderschrank ist natürlich auch schön mit bei, ne, hier so Rennbahn oder was sie hier aufgebaut haben. Naja, so ein bisschen Spielzeug kann man sich ja immer verteilen. Zu guter Letzt geht es dann noch einmal ins Elternschlafzimmer. Auch ein bisschen schlicht gehalten, ne? Wir haben hier einen schönen großen Kleiderschrank. Tja, was könnte man hier noch entdecken? Wir haben natürlich wie immer hier den Schminktisch der Mama, ne? Und ja, das wär's dann auch. Schnelle Haustour, aber ich sag, zum Leben ist alles drin. Ja, wir können auch einmal hinten einmal rausgehen zum Garten, was sich da noch verbirgt. Hier haben wir natürlich eine schöne Steinterrasse. Auch hier nochmal eine Sitzecke ein bisschen mit eingebaut. Ich habe jetzt hier natürlich meine Terrasse mit einer Stufenreihe nur gesetzt. Das heißt, hier kann man auch mal andere Möbelarten sich platzieren, als die man immer sieht. Ne? Da kann man ein bisschen ja, seine Kreativität wieder ausleben lassen. Tischarten gibt es ja auch, zig Dutzende. Ich habe da auch ein paar Mal rumgewirtschaftet, bis ich so sagte, okay, diesen Tisch möchte ich jetzt gerne behalten. Halt einfach ein Steintisch. Ne? Hier haben wir auch nochmal eine andere Art von Grill, kann man sagen, mit einem Lagerfeuer drauf. Ne? Dass man auch wirklich, sage ich mal, was grillen kann. Ne? Dass der wirklich funktioniert. Machst du an, qualmt auch. Also, wie man es kennt. Von der Terrasse geht es dann natürlich einmal durch natürlich hier hinten zu unserem Garten. Und ich habe hier hinten, sage ich mal, beim Garten das offen gelassen, weil ich jetzt mit den Gedanken spiele. Mir, das Haus kommt dann sowieso wieder weg, dass dann hier die Straße lang geht. Und dann, sage ich mal, hier hinter dann halt die Straße so weiter ergänzt. Dann kann man gucken, was man hier hinterbaut. Natürlich kommen hier bestimmt wieder weitere Häuser hin. Aber so habe ich mir, sage ich mal, das Viertel so ein bisschen gedacht, ne, dass hier hinten dann so eine Straße lang läuft. Beim Garten habe ich mal nicht so übertrieben jetzt mit Deko-Sachen. Halt ein bisschen leicht, ne, so ein bisschen Deko kann ja immer sein. So ein paar künstliche Bäume einfach mal ein bisschen aufgestellt. Wir haben hier auch noch so einen kleinen Unterstand für unser Auto. Ne, einfach hier so ein Standardauto von unseren Treppenautos mal ein bisschen platziert. Vielleicht tausche ich das mal aus durch ein Luxusauto. Aber für den Start reicht das erstmal. Wir haben unser Wohnviertel wieder um ein weiteres Einfamilienhäuschen erweitert. Unser Stadtteil wächst um jeden Tag. Ich bin wie immer zufrieden mit der Baufolge. Wünsche natürlich wie immer viel Spaß beim Nachbauen und natürlich auch beim Einrichten. Aber ansonsten hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Von daher haust rein und tschüss.